steht Thore von Pro7 und macht so ziemlich das Gleiche, wie ich gerade mache, nur, ich sag mal, professioneller. Naja, das würde ich jetzt aber nicht sagen. Ich sehe auf jeden Fall nicht so gut aus wie du dabei. Ich kenne dich auch irgendwoher. Kann das sein? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Jetzt habe ich mich direkt geoutet, ne? Dass ich, ich habe sehr schöne Fotos von dir gesehen, aber anderes Thema. So, Wiesen. Du siehst, hast ein sehr schönes Tier an. Vielen Dank. Er ist gleich dabei, Interviewfragen zu machen. Nein, das ist erst mal eine Vorstellung. Ihr Frauen seht, das ist ja das Schöne am Oktoberfest, dass man hier auch einfach gucken darf, weil sonst, weiß ich nicht, ne? Also ihr zieht euch so schön an, da darf man als Mann einfach gucken, das ist einfach so. Ja, da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wo guckst du denn als erstes bei der Dame so hin? Soll ich ehrlich antworten oder? Nur ehrliche Antworten wollen wir hören. Also ich gucke natürlich erst auf das Dirndl, dann gucke ich mir natürlich erst dann, wo die Schleife ist. Oh, Hallöchen. Hier. Dann gucke ich mir den Dirndl-Schmuck an. Nein, ich gucke natürlich sehr schnell auch auf den Ausschnitt. Das ist einfach so, wie es ist. Weil das auch einfach schön ist und nirgendwo kann man das so frei machen wie hier auf der Wiesn. Er ist sehr ehrlich und wo soll man auch als Mann anders hinschauen als auf dem oberen Bereich? Ja. Also ich meine natürlich ins Gesicht. Ja, natürlich. Ja, wie geht's bei dir weiter? Was steht noch an auf der Wiesn? Ach so, ja, wo ich dann hingucke. Also ich sag mal, wo wir jetzt gerade sind, so genau so geht's eigentlich weiter. Nächstes Zelt, nächstes Bier, nächste Oberweite. Tschüss. Super. Damit geben wir zu Marion und Alex weiter. Ja.